Alte Reiche und neue Welten, alte Sitten und neue Ideen. Die gesamte Menschheit kämpfte für Freiheit, Traditionen, nationalen Stolz, für den Fortschritt, das Alte und das Neue. Hunderte große Ideen marschierten in den Krieg, der alle Kriege beenden sollte. Und die Welt ertrank in unserem Blut. Mein Großvater hatte im Bürgerkrieg gekämpft. Von ihm wusste ich, was ich tun musste, um zu überleben. Aber auf das, was ich dann sah, hätte mich nichts vorbereiten können. Neue Kriegsmaschinen wie der Panzer konnten eine Schlacht über Nacht entscheiden. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Meistens. Townsend, komm schon, sonst verpasst du noch alles. Und noch ein paar frische Socken, Jungs. In Ordnung, Jimmy. Feuer! Ich habe mir deine Papiere angesehen. Keine Sorge, Sir. Ich werde meinen Teil für König und Vaterland leisten. Junge, wenn du auf Befehl Vorwärts- und Rückwärtsgang findest, bin ich schon zufrieden. Pack mal mit an. Darf ich vorstellen, Big Bess. Die Frau deiner Träume. Unser neuer Fahrer, Männer! Verdammt! Oh, nein, 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 nein! Nicht fluchen! Sie mag es nicht, wenn du fluchst. Finch! Edwards! Schon mal gemacht? Was denn gemacht? Halt du dich da raus, McManus. Keine Sorge, sie kümmert sich schon um dich. Okay, Jungs. Jetzt geht's um alles. Unser Befehl lautet, die deutschen Linien durchbrechen. Ihre Artilleriestellungen zerstören. So sieht's aus. Finch? Wo ist er? Danach stoßen wir vor bis in die französische Region Cambrai. Man sagt, dort gibt es Wein, Weib und Gesang. Sollte euch doch gefallen. Wenn es aber nicht. Gott, sind wir in sicheren Händen oder was, Jungs? Schon gut, McManus. Nicht vergessen, Jungs. Macht euren Job und kümmert euch umeinander. Dann kümmert Big Bess sich auch um euch. Der Herr möge uns gnädig sein. Wir stehen.
stehen das gemeinsam durch. Stimmt's, Edwards? Stimmt. Volle Kraft voraus!